So, hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Moritz. Willkommen zum neuen Video. Heute gibt es mal wieder MW3. MW3 ganz einfach, weil ich in der letzten Zeit wirklich bemerkt habe, dass ihr MW3-Videos von mir am meisten feiert. Also, wenn ich so auf meine Aufrufe schaue, dann ist es auf jeden Fall so, dass MW3 die meisten bekommt. Danach kommt so ein Black Ops 2 Zombies. Black Ops 2 Multiplayer bringe ich ja eh nicht, weil ich selber nicht spiele. Und ich will ja auch nicht, habe ich euch ja schon mal erklärt, warum, irgendwie andere Gameplays von anderen YouTubern nehmen oder andere von Abonnenten oder so allgemein. Ich finde es immer voll krass, Alter. Weißt du, da schreibt mich so jemand an, obwohl ich das auch auf dem Channel stehen habe und schon oft gesagt, egal, es kommen immer neue dazu. Also da mache ich niemandem einen Vorwurf. Mich fragt so jemand so ganz nett und so mit Smiley, mit 50 cm lange Nachricht so, die er wahrscheinlich nicht, also garantiert nicht nur an mich geschrieben hat, nicht an 20 andere, mit so, weiß ich nicht, Großschreibungen und so. Also voll lange hat er dafür gebraucht für die Nachricht, manchmal auch nicht, manchmal auch nur 2 Sekunden. Ey, willst du das Gameplay? Ich hab, schreib zurück bitte. Und wenn ich dann so antworte, also ich muss darauf nicht antworten. Ich antworte eigentlich auf fast jede private Nachricht. Ich bin aber nicht dazu gezwungen. Und wenn dann sowas zurückkommt, was wirklich oft zurückkommt, ich sag so, nein, danke, ich hab genug selber, ich nehme keine Gast-Gameplays. Dann kommt manchmal so, ey, du bist voll arrogant. Ja, okay, das mit arrogant nicht unbedingt. Ey, du bist voll der Spasti. Ich dachte, du nimmst auch mal Gast-Gameplays und hilfst anderen. So, sowas kommt da schon ab und zu mal zurück. Also, nun ja, ich weiß ja, wie ihr wisst ja, wie ich sowas finde. Auch so allgemein so Hater-Kommentare. Recht lustig. Aber irgendwie ist es auch traurig, Mann. Weil, naja, egal. Darüber will ich jetzt eigentlich überhaupt nicht reden. So, ich komme nochmal zurück auf MW3. Also, MW3 bekommt bei mir die meisten Views. Joa, finde ich eigentlich recht cool, weil MW3 habe ich erstens noch viele Gameplays und das Spiel macht mir auch Spaß. Deswegen wird auch wieder auf dem zweiten Kanal eine Live-Session kommen. Also, es läuft ja gerade noch die Black Ops 1 Live-Session. Ob ich eine Black Ops 2 Live-Session irgendwann machen werde, weiß ich nicht. Aber ja, die MW3 wird auf jeden Fall wieder kommen. Ich glaube, das wäre dann die dritte auf dem zweiten Kanal. Joa. Und ich habe mich dazu entschlossen, dass ich nur ganz wenige, also ihr wolltet ja, dass ich alle Live-Commentaries und Miniclips von dem ersten Clip, von dem ersten Kanal auf dem zweiten hochladen werde. Re-uploaden. Aber das werde ich nicht machen. Ich werde da nur ein paar wenige mir raussuchen, weil das wird einfach zu viel, wenn ich dann 70 Videos, die ich jetzt privat gestellt habe hier, oder vielleicht sogar noch mehr, ich glaube es sind fast 100, da einfach in einer kurzen Zeit hochlade. Das ist sehr komisch, weil dann findet man die alten, also jetzt neuen auf dem zweiten Kanal nicht mehr. Das mache ich lieber nicht, ich suche mir da ein paar raus und ja, die lade ich hoch. Ihr könnt mir da auch welche irgendwie mal private Nachricht, falls ihr da noch ein paar gerne mal wieder anschauen würdet, weiß ich nicht, kann ja sein, könnt ihr mir per private Nachricht da mal schreiben, ja. Noch was zur Oldschool-Woche, die wird auf jeden Fall kommen, also die Oldschool-Woche habe ich euch ja schon erklärt, muss ich ja jetzt nicht mehr machen. Ich mache es trotzdem, weil ich kann. Also CRD4 am Montag, CRD5 am Mittwoch, am Dienstag und immer so weiter, ne. Jetzt könnt ihr euch darunter vorstellen, ne, jetzt könnt ihr euch was drunter vorstellen, so. Noch kurz zum Gameplay, ja, ist mit MP9 only, war aber gar nicht beabsichtigt, glaube ich. Also ich habe da, das passiert mir öfters, dass ich eben auf längere Distanz und auf Mission ist für mich einfach längere Distanz meistens. Oder was heißt meistens? Eigentlich, nee, eigentlich nicht, aber es ist halt eine Map, die ich überhaupt nicht mag und deswegen gammel ich da öfters links außen. Da wo halt fast der einzige Platz, ja okay, rechts außen ist auch, aber wenn ich da jetzt runtergehen würde, da meine ich. War ich halt am Anfang auch, da ist halt etwas längere Distanz, da benutze ich immer die MP9. Die MP9 ist eh die beste Waffe, die es im Spiel gibt, Alter. Von so Preis-Leistungs-Verhältnis, also Secondary und fast so gut wie MP7, geht schon gut ab, hey. Jo, aber jetzt will ich eigentlich, scheiße man, ich habe schon 4 Minuten gelabert und es geht nur 6 Minuten. Dann muss ich noch irgendwas anderes hinten reinhauen. So, auf jeden Fall, ich habe jetzt vorhin ein Video gesehen vom Friseur, direkt nachdem ich aufgestanden bin, bin ich eben so kurz auf YouTube gegangen. Eigentlich wollte ich jetzt schon lange gegessen haben, aber nun ja, ich mache jetzt halt gleich das Commentary. So frisch nach dem Aufstehen, das ist immer am besten. Nee, eigentlich nicht. Ja, egal, auf jeden Fall hat er da so über die neue Konsole geredet. Ich werde jetzt auch gar nicht hier nochmal alles wiederholen, was er gesagt hat. Auf jeden Fall hat er so über die Konsole geredet und dass es da eben wieder so Online-Gerüchte gibt, wie zum Beispiel, dass die Kamera immer alles mitschneidet, was man gerade macht. Also wegen dieser Always-On-Funktion, da ich kenne mich damit wirklich nicht so gut aus, also ich habe mir das gar nicht angeschaut, ich habe nicht mehr diesen Livestream da von der Xbox angeschaut. Ich lasse mich da einfach komplett überraschen und ja, ich warte auch eh, weiß ich nicht, also ich werde es mir schon recht früh kaufen, die Konsole, aber auch nicht direkt in der ersten Woche oder so. Also ich warte da auf jeden Fall so 1, 2 bis 3 Wochen und schaue mir dann ein paar
Reviews von den beiden Konsolen und entscheide mich dann, welche ich hole. Also ich bin ja kein Microsoft-Fanboy, kein Sony-Fanboy. Also ja, ich habe ja auch beide, also PS3 und Xbox 360. Ja, also ja, ich habe auf beiden Konsolen ein paar Leute, mit denen ich gerne zocken werde, aber ja, vielleicht ist ja auch eine Konsole, ich weiß, die Hardware lässt da keine großen Unterschiede erkennen, aber vielleicht ist eine Konsole doch ein bisschen besser irgendwie. Und ja, das werde ich dann eben mir dann entscheiden, welche ich mir hole. So, auf jeden Fall hat er darüber geredet so, und ich will so allgemein noch so Online-Gerüchte anschneiden. Und ja, jetzt ist das Gameplay zu Ende, muss ich noch was, werde ich bestimmt noch irgendwas finden. Ja, also ich mach mal ein Beispiel. Ich nehme ein anderes, jetzt nicht das von der Xbox, sondern ja, gut, doch, das können wir eigentlich auch nehmen. Also, die Xbox kommt raus, es kommt ein Trailer raus, meinetwegen auch ein Livestream. Da wird dann so eine Info rausgegeben, wie zum Beispiel, es gibt Always On. Mehr nicht. Also, okay, das Beispiel ist jetzt zwar doof, weil das, ja gut, egal. Wir überlegen uns, wir stellen das Szenario so hin, dass es, als wenn nichts gesagt würde über die Xbox. Als wenn wir jetzt im 2 Monate vor jetzt nehmen würden. Also, da wird gesagt, es gibt Always On. Dann interpretieren da Leute rein, Always On, was heißt denn das? Das heißt, immer auf. Also, naja, gut, On sollte man nicht so übersetzen. Also, immer online. Und ja, immer online, das heißt, die Xbox ist immer an, weil wie soll sie denn online sein, wenn sie nicht an ist? Zweitens, da muss ja irgendwas laufen, das kostet Strom. Und dann noch irgendwas, dann wurde noch irgendwas über die Webcam gesagt, die Webcam läuft immer mit. Also, nimm, ja, ich finde es echt, es ist zwar gut so für die Spiele-Community, genauso wie die Presse, die lädt da einfach so von hier im Internet, dass Gerüchte entstehen sozusagen und darüber geredet wird. Klar, aber irgendwie, wenn man das so als, ich sag mal, Außenstehender anschaut, wie sich darüber Leute ihren Kopf zerbrechen, ach nee, jetzt wird das so, ach wird das kacke. Also ich finde es persönlich echt lustig, also es ist schon Entertainment manchmal, wenn ich da Leute wirklich höre, wie sie sich mega über, ja jetzt gerade hier über die Xbox aufregen, ach Mann, das wird so scheiße, ich will mit meinen Freunden spielen, weil die alle Xbox holen, aber das ist scheiße, weil das immer aufgenommen wird. Also ist schon, keine Ahnung, Mann, echt lustig. Also die ganzen Online-Gerüchte, auch bei, wenn neue Spiele rauskommen, oder sogar jetzt gerade bei uns in Call of Duty, wenn neues DLC rauskommt, was da für Videos auf YouTube kommen, die ganzen, also 99% davon sind eh viewgeile Titel. Ich nenne hier keine Namen, obwohl das irgendjemand interessieren würde, weil das hauptsächlich in der englischsprachigen Szene so ist, weil die englischsprachige Szene einfach größer ist. Szene, ich finde es, ich krieg das immer auf, wenn jemand anders Szene sagt, und jetzt sage ich selber, ey. Ja, also die ganzen DLC-Videos, da gibt's Leute, die wirklich, also sag mal, in 2 Wochen kommt ein neues DLC raus und ich habe ein neues Picture entdeckt und darauf ist zu sehen, dass es eine neue Waffe im Zombie-Modus gibt. Also lächerlich sowas, also wie manche Leute, ich weiß nicht, ich könnte damit sowas einfach nicht klarkommen. Das ist wirklich lächerlich, aber so heftig lächerlich. Egal, darüber wollte ich mich jetzt gar nicht auslassen. Ja, ich wollte einfach nur mal kurz meinen Senf dazu geben. Also ja, einfach mal abwarten. Bisschen Tee trinken, bisschen Kaffee, aber nicht zu viel Kaffee, weil vom Kaffee werden die Zähne gelb. Also, ja, wartet einfach mal bis November oder so, oder Oktober, da kommt die Konsole raus. Vielleicht ist die, oh ja, ja auch was, das könnte ja sein, oder? Oder wir gehen alle zu Wii U rüber, das könnte, falls das ein Flop wird. Also, oder wir gehen einfach alle komplett zurück, einfach so aus Prinzip zum Color, wer weiß. Kann ja sein, oder so zum GameCube, weil das so eine geile Konsole war. Jo, so viel dazu. Lasst mal eure Meinung in den Kommentaren da. Würde mich freuen. Haut rein. Jo, schaut mal bei den Commentary vom Friseur vorbei. Ich werde es in der Beschreibung verlinken. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.